Mit ihm soll alles besser werden. Nikos Anastasiades ist der frisch gewählte Präsident Zyperns. Schnell macht er in Brüssel klar, dass mit ihm einiges anders wird. Dass er sich mit der Troika aus Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds zügig einigen will. Wir sind bereit, jede Abmachung umzusetzen, auf die wir uns verständigen werden. Zypern ist klein, der Fall aber kompliziert. Es ist vor allem der Bankensektor, der das Land in Misskredit gebracht hat. Die Banken haben Milliarden Euro in griechischen Anleihen verloren. Außerdem gilt Zypern als russisches Anlegerparadies. Die Beziehungen sind so gut, dass das Land einen ersten Milliardenkredit aus Russland bekam. Allerdings muss sich der Inselstaat gegen Vorwürfe der Geldwäsche wehren. Vor allem deutsche Politiker knüpfen Hilfen an die Bedingung, illegale Gelder zu bekämpfen. Über Monate konnte man sich nicht einigen. Wertvolle Zeit ging verloren. Zypern hatte bereits im Juni vergangenen Jahres um Hilfe gebeten. Und es hat sich auch gezeigt, dass je länger man wartet, je schwerer wird das Problem. Denn die Gläubiger, die vielleicht noch an den Verlusten hätten mittragen können, die nehmen natürlich ihr Geld und bringen es so schnell wie möglich außer Landes. Zypern ist deutlich kleiner als alle anderen Krisenländer. Doch auch bei diesem kleinen Inselstaat geht es darum, das Vertrauen der Investoren in die gesamte Europäische Union nicht zu erschüttern. Deshalb will die Eurogruppe einem Rettungsplan für Zypern heute näher kommen.